Hi Leute, hier ist eure Scarlet Orisa zu einem neuen Part von Kingdom Hearts The Rechain of Memories. Und um genau zu sein, zum letzten Part von Kingdom Hearts The Rechain of Memories. Lange lief dieses Let's Play. 62 Parts hat es uns begleitet. Mit Sora und mit Riku, der nun heute seinen Kampf gegen Anzim bestreiten wird. Er wird sich seiner inneren Dunkelheit stellen. Er wird Anzim besiegen. Hoffe ich zumindest. Die Probekämpfe sahen nicht sehr gut aus. Und, ja. Wir werden es schaffen, hoffe ich. Allerdings, eine Sache muss ich hier nochmal loswerden. Verdammte Scheiße. Wisst ihr auch, warum ich jetzt verdammte Scheiße sage? Ganz einfach. The world is with you. Golden Sun. Kingdom Hearts Final Mix. Kingdom Hearts Birth by Sleep. All diese Projekte enden alle auf einer geraden Zahl. Das sind alle meine Projekte, die ich beendet habe. Spirit Tracks auch. Spirit Tracks hatte 80 Parts. Zumindest momentan. Und, ja. Ich kriege es ums Verrecken nicht gebacken, ein Projekt mit ungerader Partzahl zu bringen. Im Gegenteil, bis auf Kingdom Hearts, Final Mix, habe ich das tatsächlich geschafft, dass sogar jedes Projekt auf einer Null endet. Was krass ist. Nun gut, nachdem ich das jetzt auch noch losgeworden bin, wünscht mir Glück, ich werde jetzt mich Anzim, jenem, der die Dunkelheit sucht, entgegenstellen. Und ich denke mal, wir werden jenem, der die Dunkelheit sucht, auch jenen in die Dunkelheit treten. Aber egal. Und jetzt geht es los. Vorher noch ein paar wunderschöne, sehr tolle Cutscenes. Und dann wird es losgehen. Und im Übrigen, für den Credit-Song, den werde ich rausschneiden. So, viel Spaß bei der Cutscene. I smell oder weniger. You, Anzim. Show yourself. I have watched you fight. I know your strength. Your skill with darkness has grown. It has become more mature. And yet why? Why do you accept the darkness, but still refuse me? Warte die Antwort ab. You know ab. You and I are similar. We both follow where the darkness leads. Indeed, we are the same. So why? Does some part of your heart still have a fear of the dark? That's not it. The truth is, I just can't stand your foul stench. Ooh, burn. You're a fool. You should know my powers well by now. Yeah, I know. Or did you forget? I used all the power you had to give. And Sora still beat me. I'm not at all impressed with your powers. Very well. In that case, you shall sink into the abyss! Nicht gut, aber ich glaube, wir schaffen's. Wo sind wir denn jetzt? Alter, dieses Grinsen, das Anzim gerade hatte. Irgendwie sah das sogar gut aus. Na egal, jetzt geht es los gegen Anzim, jenem, der die Dunkelheit sucht. Jenen, den wir in die Dunkelheit treten werden und da nicht wieder rauslassen. Und wir werden ihn verprügeln. So, wenn er jetzt gleich wieder mit einer neuen kommt, komme ich ihm auch mit einer neuen und dann machen wir Kartenduell. Und nun komm schon. Ja, super, das Duell hat geklappt. So, hier irgendwo ist eine Mickey-Karte. So, verdammt. So. Ah, verdammt, hätte ich jetzt in Null gespielt, hätten wir noch ein Duell machen können. So, Duell. Sollten wir schaffen? Gut, wunderbar. Noch ein Bombardement. Come, open your heart.
Nö, nicht wirklich. So, Moment, Moment, Moment. So, einmal Heilung. Nein! Okay, gut, jetzt haben wir den Sinistra-Modus. So, wenn er jetzt mit dem Schockschlitzer kommt, konter ich mit einer Kombi. Los, lass mich die Null spielen. Was? Och, nö. Na gut, dann halt nochmal gegen Ansem. Wir schaffen das. Wir packen das. Wir können das. Wir können gegen Ansem gewinnen. Ich bin mir ziemlich sicher. Das war einer meiner besten Versuche bislang. So, ich überspringe mal die Cutscenes, obwohl ich das eigentlich nicht mag. Aber ich finde, in einem Let's Play sollte man das schon machen. Also, ist jetzt nur meine Meinung. Und... ja, von wegen jenem, dem wir in die Dunkelheit treten. Er hat uns in die Dunkelheit getreten. Nicht gut. Na gut, dann warten wir jetzt mal ab. Danke, Mickey. Kommst diesmal ein bisschen früher. So. Also zur Hilfe. So. Oh, shit. Er fängt natürlich mit einer 9 an. Na gut. So, noch ein Duell. Oh nein, 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 nein. Boah, verflixt. Ja, ich bin irgendwie ein bisschen durcheinander gekommen. Na gut, wir schaffen das trotzdem. So, diesmal gewinnen wir das Duell. Da bin ich mir sicher. Gut, auch wenn ich eine Mickey-Karte geopfert habe. Gut. Jetzt ausnutzen, um Ubi zu spielen. So. Kontern. Gut. Sinistra-Modus. Mickey-Karte. Duell. Jeder Handgriff muss sitzen. Ich will nicht nochmal gegen Ansem verlieren. Nicht nochmal. Nein, 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 nein. Das kommt ja gar nicht in die Tüte. Nein. So, Sinistra-Feuer. Und jetzt noch eine Sinistra-Aura. Boom. So, jetzt verteidigt er sich. Mickey, los, hilf mir. Nein. Oh, verflixt. Hätte die Kombi ein bisschen früher, nur ein oder zwei Frames früher eingesetzt, dann hätten wir das noch geschafft. Dann hätten wir das noch gedreht. Na, was soll's. Wir schaffen das. Aller guten Dinge sind drei. Und ja, ich bin jetzt hier der Optimist und versuche extra nicht zu fluchen. Und gebe mir einfach Mühe, das hier alles zu überstehen. Es ist ein harter Weg gegen die Dunkelheit und ich denke, wir sollten ihn doch noch bestehen können. Ohne zu fluchen. Na, und selbst wenn. Pft, was soll's. Ah, jetzt bin ich so das Cutscenes überspringen gewohnt, dass ich Pause gedrückt habe. Oh, bin ich doof. So. Kartenduell. So, gut. Ein Bombardement. So, als allererstes dann mal Malefiz. Ja, und diesmal ziehe ich alle Register, auch eine Angriffserhöhung. So. So, Duell. Schneller. Gut, das haben wir gut geschafft. So. So, noch ein Duell. Und ja, ich weiß, ich hämmere gerade auf den Controller, weil ich einfach noch schaffen will, die Duelle zu bestehen. So, noch ein Duell. Na nun, komm.
Gut. Noch einmal. So, nochmal. Duell. Wir schaffen das. Boom. Gut. So, los, 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 nein. Oh, ganz knapp. Und, wir sind beim letzten HP-Balken und... So, jetzt nochmal schnell. Und, yes! Wir haben es geschafft! Wir haben Ansem besiegt. Im dritten Versuch. Und ich muss jetzt einen Schluck trinken. Ganz kurz. Und, ach, wir haben noch eine Mickey-Karte gekriegt. Los, Riku! Du schaffst es! This is the end. This is hardly the end. Your darkness. I gave it all to you. My dark shadow lingers. Someday, someday, I will return! Oh nein. Riku. Sora. Kairi. Gosh, Riku, I know you wanted to do this alone. But you don't mind getting a little help, do you? Na, ganz bestimmt nicht. Danke, Mickey. Und ja, das habe ich gerade in Rikus Namen gesagt. Ja, wir haben die Dunkelheit bezwingen als Trophäe so bekommen. Riku. What happens next? Are you going home? I can't go home. Not yet. It's still here. It's really faint, but I can sense him. So, I think his darkness may still have a hold on me. Your darkness belongs to you, just the same way your light does. Up till now, I thought darkness was something that should never exist. Then, I spent time with you and changed my mind. The road you chose, I didn't know. Light and dark, back to back. With you, I think they might meet in a way nobody's seen before. Wonder where that road leads. I'd like to see myself. I'd like to walk the road with you. Your Majesty, I'm really flattered. I don't know what to say. Gosh, Riku, you know you don't have to call me that now. We're pals. Oh. Fair enough, Mickey. Oh, wie süß. Entschuldigung. Ja, damit haben wir es geschafft. Jetzt tragen die beiden den Umhang. Hey, Diz. What are you making me choose now? Between the road to light and the road to darkness. Neither suits me. I'm taking the middle road. Do you mean the twilight road to nightfall? No. It's the road to dawn.
So, ihr hört es jetzt nicht, aber hier im Hintergrund kommt jetzt gerade noch so richtig schön Simple and Clean. Und wir sehen jetzt gerade noch ein paar Bilder aus Rikus Story, die hiermit abgeschlossen ist. Und damit haben wir die Story von Kingdom Hearts Rechain of Memories abgeschlossen. Ich erinnere mich noch, diese letzte Szene mit Diss, die gab es original am GBA. Natürlich wesentlich verpixelter, das ist ja auch jetzt nicht die PS2 oder die PS3. Aber das war richtig toll damals, dann mit Untertiteln noch Rico das sehen zu hören. Und dann war da noch richtig schön Musik unterlegt. Und dann stoppte die Musik an der Stelle und dann drehte Rico sich nur so um und dann so, das ist der Weg in die Morgendämmerung. Das war so geil damals. Ich wollte das nur einfach mal gesagt haben, weil Kingdom Hearts Chain of Memories ist mein erstes Kingdom Hearts, das ich gespielt habe. Obwohl ich damals wirklich gedacht habe, es war ein Einzelspiel, was sehr blöd war. Sehr blöd. Naja, jedenfalls, wir sind jetzt hier am Ende dieses Let's Plays und ich kann einfach nur sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu Let's Playen. Ich habe am Anfang nicht wirklich so den Plan gehabt, wie ich es strukturieren soll. Ich denke mal, ich habe es ganz gut gemacht. Es ist schwer, ein Spiel... Oh, dieses Grinsen. Dieses Grinsen. Ich mag das Grinsen irgendwie an der Stelle. Jedenfalls, was wollte ich sagen? Also, ich muss sagen, ich hatte ja am Anfang wirklich keinen Plan von der Struktur. Aber jetzt mittlerweile, muss ich sagen, so wie ich es am Ende gemacht habe, fand ich es ganz gut. Weil man hat dann die Welt gesehen, man hat nicht zu viel rausgeschnitten und... Oh, wie süß. Und vor allen Dingen, Mickey hatte den Kingdom Kitty. Das fand ich toll. Und man sieht jetzt nochmal die ganzen Disney-Villains. Gerade auch, dass man die Villains nochmal sieht. Ja, hallo Hades. Hades, du bist so toll. Dich mag ich nicht, Jaffa. Jedenfalls, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses erste Kingdom Hearts, das ich tatsächlich gespielt habe, nochmal zu spielen, wirklich zu Let's Playen. Man muss jetzt dazu sagen, Kingdom Hearts Chain of Memories und die Remakes davon sind jetzt nicht die allerbesten Kingdom Hearts. Allerdings, Chain of Memories war damals wegweisend, um unter anderem andere Kampfsysteme zu entwickeln, wie zum Beispiel das Kommandosystem in Birth by Sleep. Das wurde mal in einem Interview erwähnt. Das Kommandosystem, was in Birth by Sleep und in Recoded war. In Days war es auch, aber in Days hat es noch ein bisschen anders funktioniert. Ich fand das toll, dass man tatsächlich dieses alte Kampfsystem, was seine Schwächen hatte und auch teilweise nicht so gut war, wie viele fanden, und dass man das umgeändert hat. Und an sich, ich fand es auch toll, dass man die ganzen anderen Member der Organisation sozusagen kennengelernt hat. Diejenigen, die Kingdom Hearts 2 noch nicht gespielt haben, werden das jetzt vielleicht nicht so sehen wie ich. Aber diejenigen, die die Reihe kennen, die werden sich sagen, ja, hier erfährt man sehr viel Hintergrundwissen. Weil in der Timeline spielt es genau... Also es spielt ziemlich am Anfang von Kingdom Hearts Days. Und da sieht man nochmal Axel. Burn, Baby! Ich fand das auch so toll, wie Riku Ansem da wirklich nochmal so richtig schön geflamed hat. Oh, Repliku. Oh, er ist tot. Und da sind noch mein Namine und Kairi. Und jedenfalls, mein Fazit, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dieses Spiel zu Let's Playen. Natürlich ist es noch nicht ganz zu Ende. Aber ich wollte es einfach nochmal gesagt haben, dass ich mich sehr gefreut habe. Und oh, Riku, er ist am Zusammenklappen. Und jetzt geht er weiter. Wen sehen wir denn da? Axel. Und was ist denn das? Ja, das war's hiermit. Kingdom Hearts, Rechain of Memories. Allerdings
wird jetzt gleich noch so eine Kleinigkeit kommen. Mal sehen, ob ich das noch schaffe, den Text vernünftig vorzulesen. Achso, am Ende des Weges ohne dich gilt es, ein vergessenes Versprechen einzulösen. Früher mögen wir Seite an Seite gegangen sein, jetzt schreiten wir dem Rücken voran, schreiten wir Rücken an Rücken. Und obwohl sich unsere Wege nicht kreuzen werden, sind doch alle Pfade irgendwo verbunden. Wenn ich endlich bei dir ankomme, sind wir vielleicht nicht mehr die wir mal waren. Aber wir werden uns wieder ein Versprechen geben. Der Charakter, den ihr da in dieser netten Szene gesehen habt, der wird euch vielleicht nicht so viel sagen. Der wird in Kingdom Hearts 2 wichtiger und andere, die wiederum das kennen. Achso, wir haben Naturtalent Riku bekommen und Weg zur Morgendämmerung. Jedenfalls, ja, was kann ich dazu sagen? Man sieht jetzt auch nochmal dieses schöne Bild hier von Sora und Riku. Und hier haben wir auch nochmal den Spielrekord. Ein paar von euch werden bei diesem Charakter fangirlen. Ich gucke dich an, Cupcake. Und andere werden bei diesem Charakter denken, hey, wer ist denn das? Obwohl die meisten die Kingdom Hearts kennen, also ich sag mal so 90% die Kingdom Hearts ein bisschen genauer kennen, die werden diesen Charakter zuordnen können. Und ich freue mich schon darauf, wenn er in Kingdom Hearts 2 seinen Auftritt hat. Gut, jetzt gehen wir nochmal ein bisschen auf den Spielrekord ein. Schwierigkeitsgrad ist normal. Ich habe auch erklärt, warum, weil Recom war schon ziemlich schwer. Bei Sora habe ich jetzt nicht so viele Game Overs gekriegt, bei Riku hingegen schon. Man hat es wirklich gesehen. Mit Riku hatte ich ordentlich Probleme. Und Fortschritt im Tagebuch, 100%, super. Ach, deswegen habe ich auch Chronist bekommen. Kartensammlerrang, der die Karten beherrscht. Ja, ich glaube, der ist bei Riku sogar fast automatisch, weil Riku an sich nicht so viele Karten hat. Dann besiegt die Gegner 2400. Passt. 580 schnelle Stiche. 75,76% gewonnene Kartenduelle. Hey, ich habe ein Dreiviertel gewonnen. Super! Und Aktivierung des Sinistra-Modus 141 Mal. Und das Ganze in einer Zeit von 26 Stunden und 24 Minuten. Also Rikus Story ist ja nun einiges kürzer. Aber ihr könnt hier nochmal locker 3-4 Stunden wegstreichen an Ruhezeiten, Neuaufnahmen, Probekämpfe, sonst was. Könnt ihr wirklich. Und gut, dann werden wir jetzt nochmal ganz kurz speichern und dann... Moment. Du kannst deine Abschlussdatei speichern. Dabei wird ein Spielstand direkt vor dem Finale erstellt. Okay, können wir gerne machen. Nur, wo werden wir den speichern? Das ist so eine Frage. Also da ganz oben haben wir Sora. Und hier werden wir Riku hinspeichern. Alle anderen Speicherstände sind nicht mehr wichtig. Wir wissen nur, wir haben das geschafft. Wir haben beide Storylines von Kingdom Hearts Rechain of Memories durchgespielt. Hehe. Das sieht sogar noch richtig toll aus, wie Sora dann so nach, so von rechts nach links geht und Riku von links nach rechts. Das sieht richtig toll aus. Na gut, dann werde ich jetzt noch mal kurz ins Menü gehen und dann noch mal eine ordentliche Verabschiedung machen. Es wird mir schwer fallen. Es wird mir wirklich schwer fallen, das jetzt hier zu beenden. Das bedeutet nämlich hiermit... Achso, wir sind jetzt auch im Übrigen wieder bei der Sora-Seite. Ja, wir sehen nochmal die Sora-Seite. Aber ich werde auf Laden gehen, damit es nicht rausgeht. Jedenfalls... Also damit nicht das Opening kommt, weil das Opening hat ja Copyright drin und das möchte ich nicht. Jedenfalls, ich werde dann hiermit jetzt Kingdom Hearts Rechain of Memories offiziell für beendet erklären. Es hat mir, wie ich schon so oft gesagt habe, sehr gefallen, dieses Projekt mit euch zusammen zu spielen. Also, das für euch zu Let's Playen und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, euch dieses Projekt anzusehen. Es wird jetzt länger kein Kingdom Hearts mehr auf diesem Kanal geben. Und zwar, um genau zu sein, sofern nicht wieder alles schief geht, was es diesmal nicht wird. Dafür sorge ich. Ich werde das schaffen, dass Kingdom Hearts 2 am 5. Dezember anfängt. Und wenn ich mir ein Bein ausreiße und der Part um 23.59 Uhr kommt, dieser Part wird kommen.
Ich werde alles daran setzen. Alles, um diesen Part zu bringen. Ja, und bis dahin wird kein Kingdom Hearts mehr kommen. Nun, was das nächste Projekt sein wird, soll ich euch das wirklich schon verraten? Nein, ich verderbe euch doch nicht die Überraschung. Aber ich denke mal, ihr werdet sehr zufrieden damit sein und ich habe auch schon angefangen, es zu drehen. Und ja, ich würde sagen, vielleicht werde ich noch einen neuen Uploadplan bringen, weiß ich noch nicht. Also angepasst an das Projekt und ich würde sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und bye bye.